Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis mit dem Blick auf unseren neuesten Stadtteil Friedrichsfeld. Da werden wir jetzt in dieser Folge nochmal weiterarbeiten. Wir haben ja hier die Vorbereitung getroffen für unseren Zoo, der fehlt uns ja tatsächlich noch, dass wir hier wie ja, den Eifelpark, den es ja hier in der Nähe von Trier gibt, als das Pendant zu unserer Stadt Viridis, was die Mosellage angeht, der hier in der Nähe ist als Freizeitpark. Den wollen wir hier vorne errichten. Bevor wir das machen, eine kleine Sache, die bei der letzten Folge nicht geklappt hat. Da hatte ich nämlich eine Einstellung falsch. Wir hatten angefangen oder wollten eigentlich hier die U-Bahn verbinden. Hier vorne nämlich. Jetzt klappt das auch. Also wir starten hier mal. Gehen hier aus der Buhner U-Bahn-Haltestelle raus und dann schauen, dass wir hier rüberkommen. Die Verbindung fehlte noch und dann machen wir die Verbindung hier noch komplett und kommen von hier aus darüber. Dann haben wir nämlich hier die U-Bahn-Linie vervollständigt. Sehr schön. Da können wir gucken, was wir daraus ausmachen. Ob wir jetzt hier parallel die Verbindung setzen. Müssen wir mal schauen. Hier unten können wir auch nochmal aus dem Industriegebiet heraus die Verbindung herstellen, finde ich. So. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus und dann bauen wir hier noch mal so eine Pendelverbindung ein. Zwischen die müssten wir ja eigentlich schon haben, oder? Hier gibt es doch schon eine Verbindung. Wir gucken mal eben. Genau, hier haben wir doch diese grüne. Die legen wir doch mal bis nach Friedrichsfeld. Jetzt haben wir sie hier verschoben, da ergänzen wir sie. Sehr gut, und auch hier können wir noch mal eine bis nach Friedrichsfeld ziehen. Na, hat das gemacht oder nicht gemacht? Genau, das wollte ich nicht. Jetzt hat er sie doppelt gemacht. Korrigieren wir sie noch mal. Das müsste diese hier sein, genau. Ja. Die machen wir nochmal ganz neu. Na, dann zieht es aber darüber, okay. Ja, das kann auch so bleiben. Dann pendeln wir da immer so hin und her, das ist in Ordnung. Und dann ergänzen wir hier noch eine Linie, die können wir ruhig hier rüberziehen. Die endet dann aber in Friedrichsfeld. Zwischenstopp. Ja, prima. Die Straßenbahn und das andere haben wir ja schon. Auch die S-Bahn fand ich schon, das wäre jetzt eine Parallelverbindung. Das ist nicht ideal, das ist klar, aber so ein bisschen doppelt kann nicht schaden. Die einen fahren lieber unterirdisch, die anderen lieber oberirdisch. Hier soll jetzt ja unsere beiden Parks entstehen. Die haben auch schon einen Namen, glaube ich. Genau, das Dahl-Wildtierzentrum. Oh, ganz schön was los hier. Meine Herren, das wird jetzt der Eifelpark Wildtiergehege. Da werden wir jetzt auch keine Elefanten oder sowas haben. Und das ist dann der Eifelpark. Ganz regulär. Ja, wir wollen hier oben die den Weg, glaube ich, auch nutzen, dass wir hier oben in der Nähe von unserem Pumpspeicherkraftwerk landen, das hier leer ist. Das hatte ich fast schon befürchtet. Dann werden wir hier wohl eine kleine Wasserquelle ergänzen müssen. Das klappt nicht. Das mag das Spiel irgendwie nicht so richtig. Wir fluten hier mal und beobachten mal, wie sich das dann hier entwickelt. Jetzt wäre das Oberbecken komplett voll, das Unterbecken komplett leer. Das ist ja unrealistisch. Haben wir das jetzt gemacht hier?
Jetzt hat er hier eine Wasserquelle installiert. Da kommt das Wasser auch. Wir gucken mal, das wird ja gleich volllaufen. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Ja, ich hatte gesagt, ich wollte hier oben eine Verbindung haben, dass man hier auch das ein bisschen mit integrieren kann. Das machen wir jetzt auch mal. Gibt hier nochmal ein paar neue schöne Straßen. Dann können wir hier aus Holten heraus rüber. Da gehen wir, glaube ich, von hier vorne mal runter und ziehen immer eine Verbindung. Die Studienjahre, auch da müssen wir nochmal ran bei Gelegenheit. Kümmern wir uns aber nicht jetzt drum. Wir können hier auch nochmal schauen, wir haben ja hier auch eine Straßenbahn. Oder? Genau, da fährt eine. Wir können ja hier auch eine hier hochschicken, oder? Als nachhaltige Verbindung. Ich gucke gerade mal. Straßenbahn mit Fahrradwegen. Wieso eigentlich nicht? Glätten wir das Geländer hier mal ein bisschen. Das sieht ja sonst ein bisschen komisch aus. Das muss ja nicht sein. Ja, dann werden wir jetzt hier gleich den Parkeingang setzen. Wir brauchen hier noch eine Möglichkeit zum Wenden. Prima. Dann, was wollen wir noch? Also wir wollen hier ein Nebentor für unseren Zoo. Mal gucken, was haben wir hier da. Achso, wir müssen erstmal das Parkgebiet setzen. Na gut, klar. Das kriegen wir aber hin. Da müssen wir so ein bisschen tricksen, weil wir die beiden Gebiete ja nicht übermalen können. Wir müssen also einmal hier das Wildtiergehege machen. Das heißt, die werden sich dann zwischendurch immer mal wieder treffen. Aber wir müssen sie etwas trennen. Also das hier ist der Wildtierteil. Und dann haben wir hier den Freizeitteil. Den können wir vielleicht mal so ein bisschen überschlappend machen. Damit die so ein kleines bisschen ineinander greifen. Wir wollen hier nah einander. Genau. Und dann haben wir hier schön viel Platz. So, jetzt können wir die Nebentore setzen. Hier kommt das. Aufpassen, haben wir gesagt, das ist jetzt der Zoo, der ist hier richtig. Und der Freizeitpark Nebentor hier vorne. Straßenbahnverbindung setzen wir auch schon mal. Wir halten hier, fahren wieder zurück, halten hier, damit wir nochmal Leute vielleicht haben, die gerne in das zum Pumpspeicherkraftwerk wollen. So, und bräuchten jetzt hier eine gute Stelle zum Wenden. Ne? Dann, das sollten wir aber ein bisschen hübscher machen, finde ich. Können wir hier irgendwo geschickt wenden. Ja, hier glaube ich. Das finde ich ganz gut. Ne, dann haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit. Also du kommst hier hin. Und dann geht es hier wieder zurück. Und wir schließen die Linie ab. Das ist gar nicht schlecht. Wir schieben das nochmal hier so rum, dass wir da in der richtigen Richtung sind. Gut, wir werden erstmal die Fußwege jetzt setzen als Orientierung. Da müssen wir also mal schauen. Wir starten mal hier unten.
schalten die Konturen mal ein, damit wir das besser sehen. Und dann nehmen wir aber trotzdem, glaube ich, hier, wo haben wir sie denn, die Naturschutzgebiet. Das gefällt mir eigentlich besser als Wege. So, und dann laufen wir mal hier hoch. Die können sich ja ruhig treffen, das ist ja kein Problem. Aber wir wollen hier so ein bisschen Wanderweg erzeugen. Das ist schon eine ordentliche Höhendifferenz, die wir da haben. Da haben wir schon die erste Verbindung. Soll ja wirklich als Gebiet sein, wo man dann mit der Familie einen kleinen Ausflug machen kann. Hier ist ganz schön steil. Aber das ist dann was für die Geübten. Wir werden gleich auch noch eine Salva noch ergänzt. Ich glaube, das macht auch noch mal Sinn. Können, glaube ich, mal einstellen, dass der Boden sich hier mal ein bisschen an... Wobei, nee, umgekehrt, dass die... nee, das ist so gut. Wir wollen dann hier noch mal quer. Es bleibt ja einigermaßen auf dem gleichen Niveau. Auch hier machen wir noch mal eine Verbindung rüber, damit die Leute hier auch direkt am Eingang wechseln können. Hier oben genauso. Ist schon steil an manchen Stellen, aber das bleibt leider nicht aus. Ich möchte keine Brücke haben. Das machen wir besser direkt so. Das wird für die Fahrgeschäftsplatzierung auch gleich anspruchsvoll. Aber damit können wir leben. Ja, das hier vorne geht, glaube ich sogar. Ich glaube, hier oben bei der Straßenbahnlinie fährt hier eigentlich schon eine. Da fährt eine. Liniendetails, da haben wir auf jeden Fall nicht so viele Fahrzeuge. Wir sehen jetzt auch, welche Kapazitäten wir so haben nach dem letzten Update. Das ist die Eifelpark Holten. Und dem geben wir hier so ein braun, oh, nicht mal so ein hübsches, da ist so ein hübsches Braun für den Park. Seilbahn fehlt noch, damit die Leute auch direkt fahren können. Jetzt müssen wir gucken hier, das ist hier ein Endbahnhof. Den setzen wir hier in die Mitte und das gleiche machen wir hier vorne, also der soll natürlich dann schon im Park sein. Der Eintritt wird jetzt nicht hier bezahlt, das ist natürlich nicht ganz passend. So, und dann geht es hier steil bergauf. Das ist doch eine schöne Seilbahn. Da kann man doch direkt hier die Verbindung nehmen. Da kommen auch schon die ersten Gäste. Zaun müssen wir gleich noch setzen. Das machen wir dann in aller Ruhe. Jetzt platzieren wir erstmal unsere ganzen Objekte, damit wir das Thema Park auch abgeschlossen haben. Wir fangen mal an mit den Zoo-Dingen. Ein Elch und Rentier. So, den Distrikt auch nochmal. Also hier ist das Wildtiergehege. Jetzt beschwert er sich natürlich, dass alles hier zu steil ist. Das ist ärgerlich. Was haben wir hier noch?
Vogelhaus, Gefilde zu steil. Ja. Das hatte ich fast schon befürchtet. Da passt es hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Oh Gott. Ne. Da müssen wir glätten. Das hatte ich mir schon gedacht. Ist aber, glaube ich, kein größeres Problem, dass wir dann hier solche Felder platzieren. Das ist nicht so schlimm. Also hier kommt das Vogelhaus hin. Dann haben wir die Rentiere. Spannend wird es noch, den Strom dahin zu kriegen. Da müssen wir uns mal dann noch was überlegen. Das schaffen wir aber. Das machen wir gleich, da werden wir dann mit solchen, diesen Häusern hier arbeiten. Was haben wir noch? Was hier passt? Diese Souvenirläden, die sitzen wir gleich. Bison. Ja. Insekten, Amphibien werden wir nicht machen. Bisongehege, das kann man, glaube ich, auch nochmal platzieren. Immer die Frage, wie es dann aussieht. Ja, das fügt sich etwas wild in die Landschaft ein. Da glätten wir gleich. Das kriegen wir noch. Flamingos gibt es nicht in der Eifel. Elefanten auch nicht. Das auch nicht. Giraffen haben wir nicht. Affen auch nicht. Nashörner auch nicht. Löwen nicht. Schilder und so weiter. Aber ich glaube, das war es auch schon, ne? Ich glaube, das Reptiliengehege, das kann man dann, glaube ich, doch machen. Antilopen. Ja. Na, dann machen wir hier noch das Gebäude. Das passt hier hin. Oder auch nicht. Boah, das Gelände ist echt eine Strafe hier. Jetzt passt es etwas besser. Ja, es ist schon anspruchsvoll hier. Aber es ist wie im Weifelpark. Ja. Wer hier in der Region schon mal war und den kennt, wird feststellen, das ist gar nicht so. Wenn er den Wanderspaziergang macht, dann muss er schon ein bisschen gut zu Fuß sein. Den Rest kriegen wir hiermit hoffentlich geglättet. Wir werden natürlich nachher noch ein paar Bäume platzieren. Auch das ist, denke ich, noch ganz wichtig. Damit wir hier natürlich auch so einen Eifel-Wald-Naturpark-Gefühl bekommen und entwickeln. Das soll natürlich auch auf jeden Fall passieren. Ja. Der Pinsel ist ja schon ganz praktisch. Weitere Fahrgeschäfte, die kommen jetzt hier auf der Seite. Mal schauen, was wir hier eigentlich haben wollen. Auch da will ich nicht alles haben. Ich denke, die rotierenden Teetassen, die sind ganz nett. Die können dann auch den... Achso, der Strom wird natürlich nicht... Der wird natürlich entlang der Straße transportiert. Ah, okay. Das... Stromleitung möchte ich nämlich eigentlich nicht. Wir schauen mal, was haben wir hier noch? Ein Autoscooter ist, glaube ich, auch ganz nett. Da ist die Frage, ob man nicht so ein bisschen komprimierter platziert, denn dann an zwei Stellen. Also hier zum Beispiel auch nochmal. Schiffsschaukel. Das ist alles relativ klein, ne? Hier so einen kleinen Themenpark. Ich denke, das Riesenrad sollten wir auch platzieren. Eine Achterbahn, finde ich nicht angemessen.
Spielstände können wir ja auch noch mal machen. Gar nicht so schlecht. Auch wir können mal vom Stadtpark auch noch ein paar Elemente machen. Da können wir vielleicht unten den Brunnen platzieren. Aber den gibt es hier, glaube ich, auch irgendwo. Oder habe ich das falsch im Kopf? Hier noch mal Freizeitpark Café. Damit können wir dann hier vorne starten. Auch der Souvenirladen. Natürlich wollen wir, dass die Kundschaft noch Geld hier lässt. Ja, der Park hier vorne, oh, der passt hier nicht so richtig rein. Ne? Och, das sieht krüpschelig aus. Das funktioniert leider nicht. Dann geht es wahrscheinlich nur hier oben, wo es einigermaßen flach ist. Ja, das ist im Rahmen. Und dann kommen hier oben vorne noch die ganzen Cafés hin. Haben wir hier auch noch Cafés oder zu Toiletten. Die sollten wir ruhig verteilen. Das wird dann quasi unser Stromtransport. Das Zugcafé. Und damit werden wir jetzt hier den Strom hoffentlich transportieren. Genau, diese Gazebos, wo sind die denn hier? Die, was haben wir hier noch irgendwas? Ein Reiter, Reitstall, Skateboard, ne, das ist nix. Und hier im Naturschutzgebiet, da sind auf jeden Fall auch nochmal diese Kletterdinger. Wo haben wir die denn? Genau, hier so ein Aussichtsturm noch. Der passt sicherlich auch noch an vielen Stellen. Der transportiert auch Strom, ja. Genau damit machen wir das. Campingplatz, wollen wir das? Ich möchte jetzt keine Übernachtung hier haben. Hier ist halt auch solche. Diese Stege. Also Küste benötigt. Küste benötigt, achso, okay. Dann geht es nicht. Die Plätze brauchen wir auch nicht. Parkpflege, das sollten wir vielleicht nochmal hier irgendwo in der Nähe platzieren. Hier haben wir doch eigentlich unser Gebiet dafür. Das machen wir gleich. Oh, Bouldergelände. Zum Klettern. Eine Jagdhütte werden wir natürlich hier nicht installieren, das ist klar. Lagerfeuer, Zeltplatz, Aussichtsplattform. An die Kreuzung setzen wir nochmal solche Infostände, damit die Leute sich so ein bisschen orientieren und die dienen auch nochmal als Stromsprung. Eine Verbindung noch, dann haben wir es geschafft. Hier vorne machen wir noch den Sprung. Sehr gut. Ja, da gab es gerade ein kleines Problem mit einer Mod, die habe ich jetzt deaktiviert. Das war hier dieser Baumpinsel, der wollte nicht mehr. Das hat sich jetzt aber geklärt. Ich habe jetzt hier die Mod einfach deaktiviert. Wir gehen mal mit dem Pinsel drüber und dann werde ich trotzdem mal noch ein paar Bäume ergänzen. Aber dann denke ich, haben wir den Eifelpark auch geschafft und sind dann eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Da wollte ich jetzt, wie gesagt, das nochmal einmal gerade ziehen. Ruckeln wir hier nochmal das Gelände ein bisschen zusammen. Es soll ja wirklich ein entspannter Freizeitpark sein mit einigen wenigen Attraktionen, gar nicht zu viel. Und ein paar kleineren familiären Aktivitäten, Picknicks, die man jetzt hier machen kann. So ist der Plan. Gut, also hier
Jetzt haben wir ein paar Bäume einfach mal. Das Aufforsten geht ja hier. Rucki zucki. So, gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Das sieht hier schon ziemlich bescheuert aus, unser Autoscooter. Karussell ist auch noch gar nicht. Dann kommt hier ein Karussell hin. Und dann müsste der Strom hoffentlich auch wieder springen. Hier rum, wunderbar. Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich schöner Park hier. Ja. Dichter Wald, jetzt nicht so viel Ausblick. Das gebe ich zu. Ja, das geht hier einigermaßen. Aber es soll, wie gesagt, hier eingebettet sein in diese Landschaft. Noch ein paar Bäume weg. Wir setzen zum Abschluss noch den Zaun und haben es dann eigentlich auch schon. Welchen nehmen wir denn da? Den Zoo. Ja, ich glaube schon den Zoozaun. Also wir wollen ja, dass die Leute hier dann auch das hier vernünftig nutzen. Aber mit dem Setzen des Zauns will ich dann diese Folge auch erstmal wieder beenden. Ah, da ist auch ordentlich Verkehr hier bei der Salbe. Das finde ich auch gut. Der Eifelpark ist abgeschlossen. Der Zaun steht. Das gefällt mir wirklich gut. Jetzt können wir noch ein paar Geschäfte hinsetzen, dass die Leute dann hier, die hier hinkommen, auch noch ein bisschen die Möglichkeit haben, auch außerhalb Dinge zu tun. Das können wir hier vorne auch machen. Wer möchte, kann dann hier auch noch mal, weiß ich nicht, ein bisschen seine Freizeit genießen, Fahrradtour machen und auch hier vorne machen wir mal ein bisschen was an Gewerbe. Falls sich hier jemand für die fürs Pumpspeicherkraftwerk interessiert. Da schalten wir jetzt mal hier das wieder ab. Jetzt ist hier wieder Wasser drin. Gucken, ob es drin bleibt oder wieder rausläuft. Aber jetzt haben wir das Pumpspeicherkraftwerk wieder reaktiviert. Ja, da haben wir doch eine schöne grüne Lunge für Friedrichsfeld geschaffen. Wir werfen einen Blick, einen Rundflug über unseren Eifelpark, den wir jetzt hier errichtet haben. In der nächsten Folge gehen wir dann die nächsten energie- und klimatechnischen Objekte wieder an. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, denn wie in der letzten Folge schon angekündigt, hat das Spiel oder dieses Let's Play eine endliche Lebenszeit, sobald Cities Skylines 2 rauskommt. Werden wir das Projekt beenden. Release-Datum gibt es im Moment, Stand heute, noch nicht. Kommt aber demnächst. Prima, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen beim Let's Play mit Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.